Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Ja, ich habe gerade mal gemerkt, dass hier irgendwelche Zahlen im Weg stehen. Und aufgrund der Zahlen von 3833 weiß ich, dass es der Raps ist, weil wir haben hier genau noch 3833 drin. Und wenn wir gucken, dann sehe ich hier, dass hier oben die erste Zeile verrutscht ist. Das heißt, das werden wir bis zur nächsten Folge mal wieder fixen. Und außerdem haben wir gerade schon ein bisschen gesehen, dass wir hier 34.000 und ein bisschen Liter Biodiesel drin haben. Das ist sehr nice, weil dann können wir hier unseren Abfahrer mal starten gleich, der uns den Raps, den Biodiesel zum Kompostmaster bringt, beziehungsweise vielleicht, ich bring den komplett zum Kompostmaster. Hab hier hinten auch schon wieder ein bisschen Hackschnitzel drin. Darum werden wir uns vielleicht heute auch kümmern, dass wir uns ein Hackschnitzel-Silo zulegen. Weil im Moment kriegen wir so viele Hackschnitzel, ich weiß schon gar nicht mehr wohin damit. So, der ist bald voll. 25.000 gehen glaube ich rein, oder? 22.500. So, außerdem werden wir uns heute noch ein paar Schafe kaufen. Und Schafe kaufen. Und ein bisschen neues Equipment. Das muss auch sein. Wir haben hier einen Kurs, der geht zum Kompostmaster. Den benutzen wir auch gleich. Und dann können wir nämlich schon mal Schafe kaufen. Weil je mehr Schafe wir haben, desto besser für unsere Wolle. Also ne, kaufen müssen wir ja natürlich. Geld haben wir ja im Moment. Von dem her sollte das alles hinhauen. Jetzt überlege ich gerade nur, haben wir noch 200.000. Ich glaube, ich kaufe erstmal das andere Equipment. Da kommt zum einen ein Kompaktlader. Der hier. Den kaufen wir uns. Den rüsten wir aus mit einer Ballengabel. Der kommt zu den Schafen. Dann kaufen wir hier unter diverses einen Linde Gabelstapler. Oh, schwarze Felgen. Der kostet ja nicht so viel, das sind nur 10.000. Dann brauchen wir dafür noch eine Ballengabel, die nehmen wir auch in schwarz. Und wir nehmen, also man kann hier auswählen, dass hier vorne an der Ballengabel, an der Gabel eine Anhängerkupplung ist, wollen wir nicht, weil wir wollen ja Paletten laden. Wir können lange Zinken auswählen. Könnten wir machen. Ich denke aber, dass uns die Standardzinken ausreichen. So. Und dann würde ich gerne noch haben einen Radlader. Dann nehmen wir den Liebherr, der ist völlig ausreichend. Auswählen. Standard. Standard reicht auch. Okay. Und jetzt sehen wir schon, jetzt hätten wir ein Problem gekriegt, weil wir brauchen auch noch eine Schaufel. Wir nehmen hier die Universal-Leichtgutschaufel von Lizard. Das ist ein Mod. Der passen 11.500 rein. In die normale passen plus 3.000 rein. Das gefällt mir viel besser. Das dunklere Gelb. So, jawohl. Dann haben wir hier alles drin. Dann können wir hier nämlich jetzt für den Rest noch Schafe kaufen. Ich meine, wir könnten auch noch einen Kredit aufnehmen. Aber ich bin im Moment der Meinung, das lassen wir sein. So. Bestätigen. 39 neue Tiere. Ist in Ordnung. Und den schicken wir ja auch gleich los mit Cosplay.
weiterfahren. Das ist ein guter Deal. Jetzt bin ich nochmal. Ne, der. Der andere, der Agro-Truck, der braucht noch ein bisschen. Dann kommt er hier rum. Na, perfekt. Was wir jetzt schon verkauft haben, ist hier bei dem Masai. Da haben wir schon verkauft den Frontlader, den Attacher, plus die ganzen Zubehörsachen, die wir hatten. Das heißt, Ballengabel, Ballenspieß, Ballenspieß, Schaufel und Gabel. Das haben wir alles schon verkauft. Jetzt haben wir hier noch den Goldhofer. Und da habe ich mir eigentlich überlegt, da hole ich mir den kurzen. Das ist nur die Frage, können wir uns den noch leisten? Müssen wir gerade mal schauen, was der Attacher uns noch bringt. Der lange. Ja. 8320. Das würde, glaube ich, sogar reichen. Der kurze kostet nämlich 10.000. Aber... Ups, warum steckt er im Verkehr? Er steht hier irgendwo, ich höre ihn. Eieiei, die KI wieder. So. Kann unser Kottefass weiterfahren. Hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt. Ihr müsst das Kottefass nehmen. Sonst wird das nichts. Warum ist der so langsam? Ah, der hängt hinten fest, oder wie? Ah ja. Ja, ihr müsst dieses Fass nehmen, sonst könnt ihr den Compost Master nicht befüllen. Hallo? Hat er jetzt keine Leistung, um den doofen Anhänger hier zu... um die Ecke zu kriegen. So, gucken wir mal, ob das gereicht hat. So. Ja. Hilfemanagement muss natürlich sein. Gut. Also, wir gucken jetzt mal, dass wir hier die ganzen Sachen verladen auf unseren Tieflader. Und ich hoffe, dass ich alles drauf krieg. Was ich schon angefangen habe, was ich schon gemacht habe, ist natürlich hier den Tieflader zu verbreitern. Einfach weil es cooler aussieht mit so viel Zeug drauf. So. Vielleicht kann ich hier sogar auffahren. Wenn ich da drauf fahren könnte, dann hätten wir kein Platzproblem. So bin ich mir nicht sicher, ob ich alles drauf kriege. Gucken wir mal. Dann haben wir hier noch den Gabelstapler von Linde. Ist ein bisschen schwieriger zu fahren, weil er hinten eben lenkt. Achso, warte, links mit links machen wir die Neigung hier. Neigung und Höhe geht mit linker Maustaste. Wo kriege ich den hier überhaupt drauf? Müssen wir ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Zum Glück haben wir hier noch einen Radlader. So, der Radlader kommt zum Kompost. Der Linde kommt zum Gewächshaus. Und der Kompaktlader, der kommt zu den Schafen, weil der ist da allemal ausreichend.
So. Upsa. Der ist da allemal ausreichend, um die Wolle zu transportieren. So, kann man da jetzt. Warte mal, wenn ich da jetzt drunter gehe, dann kann ich den doch hochheben. Und den vielleicht vorschieben. Nee, geht nicht. Aber warte mal, kann ich den querstellen? Nein! Ah, oh, verbockt. Kommt der Radlader gleich zum Einsatz. So, hoch damit. Wenn es gehen sollte. Ey. Wir haben es gleich mal ordentlich verkackt und jetzt hängt wieder unser Spiel. So, da sich unser Spiel etwas aufgehangen hat gleich. Gibt's, beziehungsweise aufgehangen hat, haben wir hier einen Cut drin. Ich habe ein Glück, dass ich mir einen Mod runtergeladen habe. Und zwar Auto Map Autosave. So heißt der. Den findet ihr auch ganz normal im LS17 unter Mods. Den habe ich mir runtergeladen. Und daher müssen wir jetzt nicht. Ah, Moment, wir müssen die anderen wieder starten. Ist die Frage, wo die sind. Hier ist irgendwas. So, Xerion. Hier ist einer. Den müssen wir wieder einstellen. Genau, Map Autosave. Und hier muss auch noch irgendwo einer sein. Das ist eine Tankstelle. Ah, hier. Ah, deshalb ist hier eine Tankstelle, weil der Anhänger dran ist. Also, Map Autosave habe ich hier aktiviert. Zum Glück, deshalb ist uns nur, fehlen nur uns 2-3 Minuten auf der Map. Und den Rest. Ach, was soll denn das? Den Kurs hier muss ich vielleicht mal wieder neu einfahren. Darum fehlt uns nicht so viel von dem, was wir bisher gemacht haben. Hier ist sogar schon, wie gesagt, der Kompaktlader ist schon drauf. Und ich habe bei diesem Mod, der speichert alle 5 Minuten das Save Game oder das, ja, das Spiel, den Spielstand. Da bin ich reingegangen, weil ich gedacht habe, 5 Minuten ist ein bisschen zu krass. Bin ich reingegangen in den ZIP-Datei und habe in der Map Autoload Autosave L.lua, wenn ihr da ein bisschen runter scrollt, dann gibt's da, oder steht da die Funktion von diesem Spiel, von diesem Mod drin. Aber jetzt kriege ich den auch nicht mehr da hoch, oder was? Ich will ja eigentlich gar nicht so reden. Ich will nur ein bisschen schieben. Aber wenn das aufgeht. So. Dash seht ihr unten eben die Funktion Map Autosave. Doppelpunkt Update DT. Und da steht irgendwo eine 300.000 drin. Ich habe mir gedacht, das ist die einzige Zahl, die da drin steht. Das wird schon irgendwie die Zahl sein für den Intervall, wann das Spiel gespeichert werden soll. Jetzt habe ich hier voll die Probleme. Und habe den einfach mal auf 600.000 erhöht. Und dadurch habe ich ein Autosave von ungefähr alle 10 Minuten.
Und das ist für mich auch völlig ausreichend. Okay, das passt so. Was ist denn jetzt los? Jetzt hängt es schon wieder. Was soll denn das? So, da uns jetzt das Spiel nochmal abgestürzt ist, als ich probiert habe, den Linde auf den Stapel, auf den Auflieger zu setzen, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren den Linde automat, also selber, zum Gewächshaus, oder wir lassen das einfach einen KI machen, also einen Abfahrer. Und ich denke, weil ich den cool finde, ich möchte den Linde eigentlich schon mit dabei haben, werden wir eben die zweite Option nehmen. Oder ich hätte ihn verkaufen müssen. Aber ich starte jetzt hier einfach mal einen Abfahrer, und zwar von vom Shop Industriepark Kompost, ja. Dann fährt er über den Kompost, dann können wir ihn da neu einstellen zum Gewächshaus. Weil sonst... Alter. Was ich mit dem Stapler jetzt schon an Probleme habe, das gibt's ja gar nicht. Und ich habe noch gar nichts gemacht. So. Kommen Sie jetzt über die Bahngleise? Jawohl. Ich finde den Stapler eigentlich recht nice. Deshalb will ich den auch dabei haben. So. Dann haben wir hier noch unseren Radlader. Mit dem hatte ich bisher keine Probleme. Mit dem habe ich das auch in meiner anderen Map ausprobiert. Da war alles gut. Da habe ich auch einen Kompaktlader und den Radlader zusammen transportiert. Da muss man nur ein bisschen vorsichtiger fahren, weil es sonst eben zu Verrutschung der Ladung kommt. Irgendwie funktioniert leider das Festzurren hier mit den Spanngurten nicht so gut. Er steht nicht mittig. Ey, nein. Hey, was soll denn das? Ich raste aus, es hängt schon wieder. Was ist denn heute los? Ich wollte heute richtig was schaffen, aber nee, es will nicht. So Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe keine Ahnung, woran die ganze Sache hier liegt. Ich habe das jetzt nochmal gestartet, habe zwischendrin gespeichert, deshalb befinde ich mich jetzt hier in Masai. Ich konnte auch mit dem Tieflader eine Weile fahren. Und dann muss ich den Masai hier wieder mal aus dem Verkehr retten. Und dann hat sich's wieder aufgehängt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ob das jetzt hier an einem Cosplay liegt oder einfach, dass mein Rechner überfordert ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich hatte hier noch nie Probleme mit dem LS. Ich werde jetzt mal kurz zumindest die Schafe hier einquartieren. Vielleicht muss ich auch alles ein bisschen weniger über Cosplay laufen lassen. Das werden wir in den nächsten Folgen ausprobieren, dass wir mehr selber machen. So, der Freund ist ja hier dann hängen geblieben. Vielleicht sind es zu viele Prozesse, die parallel laufen, sodass das Spiel überlastet ist. Das wäre schade. Ich glaube, dann muss ich wirklich mal hier einen neuen RAM anschaffen gehen. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, meine Grafikkarte ist auch nicht die beste. Dann würde ich eigentlich sowieso mal eine neue
Ah, das muss man dann mal gucken. Für ein LS19 bräuchte ich sowieso wahrscheinlich eine bessere Grafik, weil es ist die Mindestanforderung, die ich hier habe. Für ein 19er. Aber wie ihr seht, jetzt funktioniert es gerade im Moment mal wieder. Das ist ganz komisch. Daher vermute ich, dass es einfach zu viele Prozesse parallel waren und er deshalb gemeckert hat. So. Gucken wir mal, ob wir hier den gleich hinkriegen. Abladen. Bestätigen, jawohl. So, und dann haben wir nämlich nur noch... Ne, das war die falsche Taste. Also hier fehlt noch die Produktionszeit. Müssen wir mal kurz die Zeit erhöhen, dass der uns hier... eine Produktivität anzeigt. Hoffentlich. So, jetzt rein können wir wieder runter. Also, wir haben noch eine Reproduktionsrate jetzt von 5 Stunden In-Game-Zeit. Das ist ganz in Ordnung. Und ja, das war's von den Schafen. Trailer stellen wir jetzt gleich mal wieder an seinen Platz. Den kann ich eigentlich mit Traktor hier stehen lassen, weil hier soll ja ein Kompaktlader hin. Dann... den hier starte ich jetzt aber nochmal. Und an dem lag es, glaube ich, auch nicht. Weil der war vorher gar nicht aktiv. Der grubbert uns, beziehungsweise pflügt uns hier noch das Feld. Dann fahren wir den hier mal, den Tatra. Und noch weg. Und ich denke, ich werde offscreen dann einfach den Tieflader mal zum Kompost fahren und den Kompaktlader zu den Schafen. Das ist wirklich ärgerlich heute. Tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte, aber es wollte er halt einfach nicht. So, hier sind wir jetzt auf dem Feld. Wir kürzen mal ein bisschen ab. Machen wir normal nicht. Aber heute ist es mal erlaubt. Und jetzt sehen wir halt auch nur Wiese sind wir, ja. Das ist sowieso nicht so schlimm. Den Kurs hier, den habe ich damals eingefahren, als ich gedacht habe, ah, die Straße, die führt, nein, oh Gott. Hier führt hier, sinnvoll entlang. Schild, tut mir leid, ich glaube, ich muss es auch mitnehmen. Das hat keine Kollision. Und dann später habe ich erst gemerkt, dass wir hier gar nicht auf einem Weg rauskommen, sondern auf einem Feld, auf einer Wiese. Ja. Stimmung ist so ein bisschen gedrückt gerade bei mir, tut mir leid. Aber es nervt mich, dass das Spiel abstürzt. Ich denke, das ist nachzuvollziehen. So, wir füllen jetzt noch auf jeden Fall hier den Biodiesel um. Und laden oben noch die Hackschnitzel ein. Gut, und dann beginnt auch der Kompostmaster hier nämlich zu arbeiten gleich. Hoffe ich doch. Sollte zumindest so sein.
Der arbeitet auf jeden Fall gleich. Hat ja noch ein bisschen Diesel zum Überladen. Und den Kompost können wir dann eben nehmen, um die Gewächshäuser zu befüllen. Aber auch, um hier auf der Rückseite hier Dünger zu produzieren. Da müssen wir nämlich keinen Dünger mehr kaufen. Also man darf den nicht auf dem Klicker stehen lassen. Okay. Hallo? Dann kann ich dich nicht abhängen. Warum kann ich den jetzt nicht abhängen? Was soll denn das? Hier abladen. Abladen beenden. Der ist doch leer. Ey. Was ist denn heute los? Voll die Problemfolge. Warum kann ich den nicht abhängen? Drück ich die falsche Taste? Nein, ich drück Q. Was heute los? Jetzt kann ich ihn abhängen. Hahaha. Da krieg ich die Krise. Ja, wenn du jetzt auch rumzickst, dann ist Feierabend. So, abladen. Gut. Das soll es von der heutigen Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Leider waren wir nicht so produktiv wie gewünscht. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao.